Hallo meine Lieben, wir starten heute rein in eine allgemeine Tarotlegung für den Monat Mai. Sonnige Zeiten warten darauf, hier Richtung Neuanfang gestartet zu werden. Wisse mit dem Elefanten und der Nummer 24 Stuck in the Mud, dass das Universum einen göttlichen Plan hat und dir hier aus dem Sumpf raushelfen möchte und hier der ein oder andere unerwartete Besucher im Mai bei dir vor der Tür stehen wird. Sei gespannt und hab viel Spaß mit deiner Legung. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei mir bei Soul Balance Tarot. Ich bin die Sani und gemeinsam starten wir heute mal einen Blick, bevor die Sternzeichenlegungen anfangen, in die Monatsenergie für den Monat Mai. So, ich bin gespannt, nachdem der April gemacht hat, was er will, im wahrsten Sinne des Wortes, schauen wir mal, was ist die Kollektivenergie für den Monat Mai. Bitte seid so ehrlich zu euch selber, reflektiert. Es ist eine Kollektivenergie, es kann in einzelnen Teilen auf euch zutreffen. Ganze Fragmente, alles oder aber auch gar nichts. Bist du das erste Mal bei mir auf dem Kanal, heiße ich dich herzlich willkommen und freue mich, wenn du die Glocke abonnierst bzw. mir gerne einen Daumen nach oben da lässt und freue mich auch, wenn du wieder einschaltest. So, ihr Lieben, einmal soll man uns noch fokussieren. Liebes Universum, was ist die Kollektivenergie für den Monat Mai? Und da starten wir schon. Activation, ja, Spirit Guardian of Spring, die Aktivierung des Frühlings. Wie schön, denn in den ersten Sternzeichenlegungen für den Monat Mai habe ich darauf hingewiesen, dass der Monat Mai einen Vollblütenmond hat, ne, am 23.05. Wow, wir haben hier auch den Dragon Power und die Gerechtigkeit mit der Nummer 11. Ich zeige es euch noch schnell. Und der Vollblütenmond im Mai heißt deswegen so, weil ja im Mai eine Vielzahl von Blumen in ihrer vollen Blüte quasi erblühen und die Welt wieder in Aufruhr ihrer vollen Farbenpracht quasi sich öffnet. Der Mai steht auch für die Zeit von erhöhter Fruchtbarkeit. Wow, ihr Lieben, wir haben hier noch die Old Spirit Wisdom, Weisheit. Hier geht es um Erkenntnisse, Reflexion mit der 27 runter reduziert auf die 7 auch, um den Eremiten, ja, um die Innenschau, um die Selbstfindungsphase, auch für den einen oder anderen, um einen Rückzug, vielleicht auch aus dem Rückzug rauszukommen. Hier wirst du noch Erkenntnisse bekommen, hast innere Weisheit, verborgene Weisheit, gehst hier kraftvoll und machtvoll mit deinem roten Gewand in die Aktion, ja, darfst hier deinen Frühling aktivieren, dein Neubeginn. Wir hatten erst vor kurzem eine Legung, da war in den New Beginnings genau diese Art von Blumen drauf. Meine Mama wüsste jetzt, was das für Blumen sind. Sind es Osterglocken? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bei Blumen bin ich raus. Ich liebe Tulpen und Rosen und den Rest auch, aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Hier geht es um die Stabilität, dass du dich neu verwurzeln darfst, in die Natur rausgehen darfst, dich erden darfst und hier mit Mutter Erde verbinden darfst, ja? Ich bin gespannt, ihr Lieben, was der Mai, der Wonnemonat Mai, für uns bereithält. Bis jetzt mit den Überschriftkarten sieht es sehr gut aus. Du darfst hier die Maibäumchen sozusagen, die Bänder des Maibäumchens. Stimmt, im Mai gibt es den Maibaum, weil ich es gerade sehe. Oh, wie geil. Schaut mal, entschuldigt, aber Freude, Freude. Das ist ein Maibaum. Ist das Universum nicht toll? Ha? Mit Sternderl. Ja, vielleicht gehst du raus, gehst in die Aktion, feierst das ein oder andere Maifest sogar, kommst hier wieder in deine Power zurück, findest nach langer Pause hier, auch nach Rückzug in der ein oder anderen Drachenhöhle, deine Gerechtigkeit, findest dein Licht wieder. Hier bekommst du Weisheit und Erkenntnisse und wächst über dich hinaus. Denn die Eule kommt mir hier so vor wie Phönix aus der Asche, steigt sie empor. Wow, ihr Lieben, der goldene Palast. Auch diese Karte hatte das ein oder andere Sternzeichen. Mit der 23 geht es hier um den Hierophanten. Ja, ich flipp aus. Wow, Traditionen und Werte.
Auch die Sinnhaftigkeit mit dem Hierophanten ist gefragt. Ne? Hier geht es um Erkenntnisse. Du wirst hier reich beschenkt. Darfst nochmal in die Sinnfindungsphase gehen. Darfst reflektieren, was dich glücklich macht. Ne? Es ist immer genug vorhanden, sagt hier der goldene Palast. Diese Karte steht auch für ein günstiges Geschick. Ich lese euch kurz rein. Für in Erfüllung gehende Wünsche, für Wohlstand und Reichtum. Wow, der Mai, der hat es in sich. Das wird ein Glücksmonat. Sie kann auch emotionale Erfüllung bedeuten, wie das Anbrechen einer Periode des Glücks, nachdem diese lange Zeit ausgeblieben ist. Ja, wie gesagt, wie der Eremit in der Innenschau, in der Rückzugsphase, der Mai bricht alles in euch auf, aktiviert wieder eure Power und lässt euch rausgehen und Spaß haben, ja? Hier, die Botschaft dabei ist jedoch, dass sich dein Selbstwert nicht nach dem bemisst, was du hast, in welchem Überfluss du auch leben magst, sondern er ergibt sich aus dem, was du bist, wie authentisch du dein Leben lebst und wie viel du an Liebe zu geben bereit bist. Wenn du diese Karte erhältst, kann das sehr wohl auf materiellen Gewinn und konkrete Erfolge hindeuten. Die Dinge kommen und gehen. Damit du deinen wahren Wert erkennst, steuert jetzt ein weit größerer Reichtum auf dich zu, den du mit anderen teilen kannst. Ihr Lieben, ich liebe diese Karte, die Unexpected Visitors. Auch das ein oder andere Sternzeichen, kann ich schon verraten, hat diese Karte in der Legung mit dabei. Entschuldigt, ich muss in diesen Karten immer noch reinlesen, weil sie wegen Veröffentlichungsrechten in Englisch sind und da muss der Kopf manchmal einfach noch umdenken in der Übersetzung. Aber diese Karte, mit dieser Karte habe ich persönlich schon meine eigenen Erfahrungen gemacht. Als ich mich mit dem Deck vertraut gemacht habe, habe ich auch mal diese Karte erhalten und das war wirklich ein langweiliger, trister Tag und ich habe mir gedacht, ja, liebes Universum, ach komm, wer soll denn jetzt plötzlich und unverhofft hier vor meiner Tür stehen, aber es hat, glaube ich, keine halbe Stunde gedauert und es hat geklingelt und es war wirklich ein unverhoffter Gast, der sich auch länger bei mir zu Hause aufgehalten hat, ja, also hier geht's drum, hier wird jemand an deiner Tür klingeln, mir kommen hier auch mehrere Personen für den Monat Mai rein, hier nämlich auf dem Pilz, auf dem Giftpilz sitzend die alte Kröte, jemand aus der Vergangenheit, jemand Toxisches, ein Ex-Partner vielleicht, ne, oder Ex-Partnerin und jemand Neues, Reines, Weißes, ein Hoppelhase, ja, vielleicht hat der Osterhase auch schon einen neuen Hoppelhasen oder eine Hoppelhäschen gebracht sozusagen. Hier geht's drum, du wirst so reich beschenkt werden, wirst dann auch die Sinnhaftigkeit der vergangen gemachten Erfahrungen verstehen und darfst hier mit der Welle reiten, ja? Die Nummer 14 ist die Mäßigkeit im Tarot, Heilung, Ausgleich, Balance. Auch hier die Delfine machen einen ja glücklich, sind Spaß bringen, ja, Erfolg stellt sich jetzt ein, leicht und mühelos. Wow, es bricht für dich jetzt eine Zeit an, in der du dich von der Welle des Überflusses tragen kannst. Was ist denn hier los, ihr Lieben? Der Gezeitenwechsel ist da und du kannst deine Fähigkeiten im Wellenreiten unter Beweis stellen. Ja, vielleicht mit dem Hoppelhase. Kleiner Spaß. All dein Wissen und deine Begabungen tragen dich zusammen mit deinen Hoffnungen und Träumen voran. Menschen und Situationen entsteigen dem Ozean der Potenziale und Möglichkeiten, um sich zu einer imposanten Welle realen Geschehens zu formen. Wow! Wisse, dass du sicherlich auf dem richtigen Weg bist, lässt dich diese Karte wissen. Diese Welle des Erfolgs, ja, reite die Welle, nutz den Moment, gib dich dem Fluss des Lebens hin, sorge für Ausgleich, Balance und Mäßigkeit und auch Heilung, ja. Diese Erfolgswelle wird dich in deine Heilung bringen. Hier wirst du mit der 11 Karma ernten, Gerechtigkeit ernten. Du wirst hier aktiviert werden, wirst voller Freude den ein oder anderen schönen Moment im Monat Mai erleben, ja. Weisheit bekommen, Weisheit ernten, auch hier in den Genuss schöner Momente kommen. Ich würde sagen, wir klären mal ab. Wie legen wir die Karten? Spontane Legung, Spontanität erfordert auch Flexibilität. Ja, vielleicht ist im Monat Mai auch das gefragt. Ihr Lieben, ich bin gespannt, welche unerwarteten Gäste und wie gesagt, ne, diese Karte, also wow.
So, gehen wir nochmal auf den reinen Hoppelhasen ein. Ja, also ich lege es euch gleich mal hin. Hier der toxische Giftpilz, die olle Kröte, und hier der neue Mr. Sexy, der Hoppelhase, der charmante, attraktive, durchtrainierte, hübscheste König im Tarot. Ja, der leidenschaftlichste König im Tarot. Kann auch sein, wenn du in einer Beziehung bist, ne, aber mir kommen hier mehr so die Singles rein, dann wirst du hier leidenschaftliche Stunden auch in deiner Partnerschaft erleben oder jemand kennenlernen, der vor deiner Tür steht und dein Seelenfeuer entfacht. Ihr Lieben, ich bin noch gar nicht so weit, aber okay, die Karten sind bei mir momentan so schnell. Oder aber es reicht dir nochmal jemand aus der Vergangenheit die Hand, jemand Toxisches, ne? Wo das Verlangen und die Anziehungskraft zu groß war, aber jemand, wo du weißt, dass diese Person dich langfristig nicht glücklich machen kann, ja? Schnell Feuer und Flamme. Schaut mal, denn der Teufel hat hier eine Marionette, die er hier, ne, manipuliert und ausrichtet, kontrolliert. Hier geht es um emotionale Abhängigkeiten. Und wenn ihr denn im Zeitstrahl unserer Reisegruppe seid, dann dürftet ihr jetzt aber aus eurer Heilung rauskommen oder zumindest eure Kraft wieder zurückholen, denn ihr wollt das hier nicht mehr, ja? Ihr wollt hier dieser toxischen Kröte die Tür nicht mehr aufmachen, sondern wartet auf was Neues, was in Begeisterung euer Seelenfeuer wieder anzündet. Kann auch für einen Arbeitswechsel stehen, für einen Herzensmenschen, für einen Partner, für einen Freund, für neue Menschen in eurem Leben, die euch begeistern. Ja, der König der Stäbe, der kann euch mitziehen. Mit diesem kann man Spaß haben, man kann feiern, man kann rausgehen. Auch die ein oder andere Seelenpartnerschaft ist hier mit den vier der Stäben, ne, 11.11 Portal angezeigt. Hier gibt es Grund zur Freude. Vielleicht lernst du den König der Stäbe auf einer Party kennen und dann bricht natürlich hier für den toxischen Kreislauf, für den Teufel etwas radikal zusammen. Deswegen haben wir hier auch den Turm auf dem Kopf, ne? Durchbruch, weil du ja hier Wissen und Weisheit hast. Du weißt jetzt genau, du möchtest glückliche Momente erleben, Überfülle erleben. Vielleicht ist auch der König der Stäbe derjenige, welche dir hier Glück und Erfolg beschert, was ein Gönner ist, was jemand, der dich unterstützt, ja, der hier deine Heilung, deine Verwurzelung, deine Erdung aktiviert, um dass du dir hier wieder deine Power zurückholen kannst, weil du erkennst, jetzt brechen die glücklichen Zeiten an, jetzt kommt alles wieder zum Fließen, du heilst mit der 14 vom Teufel, ja, vom Toxischen, lässt manipulative Energien los, hast hier schon alles zusammenstürzen lassen, dich getrennt, abgewendet von allem Ungesunden und möchtest jetzt hier mit dem Ritter der Stäbe auch oft eine Karte in den Monatslegungen wieder aktiv rausgehen, Spaß haben. Und ich mache es euch mal vor, einmal mit dem Finger schnipsen, denn sie hier schnipst für mich mit dem Finger und entzündet ihr inneres Feuer. Ja, hier geht es um Leidenschaft, um Aktion, um Bewegung, um kreative Ideen, um Manifestation. Du hast dir hier Leidenschaft gewünscht, Leidenschaft affirmiert. Du möchtest hier brennen, ja, für den ein oder anderen Herrscher, ja, für Struktur und Ordnung, für Stabilität, für Sicherheit, für Verantwortungsbewusstsein. Wow! Ja, der andere ist natürlich hier, der toxische ist natürlich der Ritter der Schwerter, ne, der öfters mal übers Ziel hinausgeschossen ist, der hier quasi ja, dich oft angetriggert hat und auch, wie soll ich sagen, nur für seine Vorteile vorangeprescht ist oder ja, einfach nur der Ritter der Schwerter ist für mich derjenige, welche der nicht Gefühlsmensch, der davon rennt, der Angst hat vor Gefühlen, der aber Feuer und Flamme für dich war und so schnell gekommen ist, wie er auch wieder gegangen ist. Na, ihr lieben Männer, bitte seid so lieb und dreht's euch einfach um. So, wir legen es mal so hin. Damit hätten wir schon alles gesagt. Hier wird radikal mit unerwarteten Gästen der Blitz einschlagen. Eine Überraschung kommt hier auf dich zu, ne? Ich denke mal, ihr habt hier schon den ein oder anderen Durchbruch gehabt. Jawohl, die Bestätigung kommt hier mit dem Tod, mit der Transformation, Stirb- und Werdeprozess. Ja, hat hier die Nummer 13 schon die Wandlung eingeläutet. Hier gab es eine Trennung, hier gab es ein Ende von
Zerrissenheit, ja, geprägt von hin und her gerissen sein, von Zweifeln. Du hast aufgrund deiner Heilung jetzt hier Herz und Verstand in Einklang gebracht, darfst hier auch dich gesund abgrenzen. Und weil sie ursprünglich auf dem Kopf gefallen ist, ja, geht es darum, dass du hier eine Energie von außen, schätzungsweise die Kröte sozusagen, abwehrst, dass du dich hier verteidigst, dass du deine Mitte hältst, deinen Standpunkt vertrittst, ne? Dir hier dein Leuchten in deiner Kugel nicht mehr nehmen lässt, sondern ganz bei dir bleibst und die Abwehrhaltung diesen toxischen Menschen, dieser toxischen Situation einfach diese aufrechterhältst. Ja, nichts bringt dich hier mehr aus der Ruhe. Diese Person, dieser Kreislauf hat dich in deinen Wachstumsprozess gebracht. Du bist ready mit den drei der Stäben. Hast gelernt, aus der Erwartungshaltung rauszugehen. Hast lange, lange, lange auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Hast auch viel investiert. Ja, und schaut mal, was wir haben. Die drei der Stäbe und die vier der Stäbe. Das heißt, mit den drei der Stäben bist du auf der Reise in eine neue Erfahrung, in eine neue Entwicklung, an ein neues Ufer zu schippern, ja, du drehst jetzt hier der Erwartungshaltung von toxischen Menschen, Situationen und Angelegenheiten den Rücken zu, mit den drei der Stäben bist du bereit, jetzt hier den ersten Meilenstein mit den vier der Stäben hinzulegen, den Grund zur Freude zu genießen, etwas zu feiern, nämlich deinen Erfolg, deinen Wert, dein Selbstbewusstsein und deine Leidenschaft. Ihr Lieben, wenn ihr Single seid, dann läuten die drei der Stäbe immer das Ende des Single-Daseins ein, ne? Wichtig ist hier, lasse dir nicht dein Licht und Feuer nehmen von dem Teufel, sondern komme in die Transformation, schließe mit Altem ab, auch mit allen Ängsten, mit allem Unterbewussten, ja, mit Schattenthemen, die der ein oder andere hier, wenn er vor deiner Tür steht, nochmal los triggern kann, ne? Der Mond steht ja auch für die Anziehungskraft, für das Abtauchen, für die Intuition, für das Unbewusste, ja, für die Ängste und Sorgen, die dich in der Nacht einholen sozusagen. Und für diejenigen, welchen, die eine Seelenpartnerschaft, vielleicht einen Lernpartner, eine Dualseele, eine karmische Verbindung hatten, hier wirklich gedacht haben, es ist kein Land mehr in Sicht, ne? Da macht sich wirklich ein Loch im Boden auf und man möchte nur vor lauter Traurigkeit versinken. Für diejenigen, welchen, die nicht dran glauben, dann kann ich euch gratulieren, seid froh, dass ihr sowas noch nicht erlebt habt, beziehungsweise besser damit umgegangen seid, ja? Ich wollte nämlich zu dem Mond noch eingehen. Ich hatte selber eine karmische Lernpartnerschaft und es hat sehr lange gedauert, um da rauszukommen. Sehr viel spirituelle Entwicklung, sehr viel Weisheit, ne? Diese Partnerschaft hat mich aber getriggert und final kann ich es mittlerweile so sehen, dass diese Lernpartner vom Universum ins Leben geschmissen werden, damit du den Spiegel vorgehalten bekommst und innere Kindthemen, Wunden von vergangenen Leben, karmische Prozesse abarbeiten kannst, ja? Durch den Schmerz hindurch hinschauen, hinfühlen, alles Unterbewusste nach oben holen, ja? Der Mond steuert ja auch Ebbe und Flut und mir hat es zum Beispiel geholfen, weil es gibt ja im Leben immer Dualseiten, ja? Schatten und Sonne, Regen und Sonne. Ein Regenbogen entsteht zum Beispiel nur, wenn es auch Regen gibt, ja, er würde nicht entstehen durch nur sonnige Zeiten. Und ich habe mal so einen schönen Kontext gehört, ne? Karmische Lernpartner, Dualseelen, Zwillingsflammen, die dich in deine Größe bringen sollen, sind im Endeffekt die Schattenthemen, die dir vorgehalten werden. Dann heißt es nämlich, begegnet sich die Sonne. Ja, die Sonnenseiten und der Mond, die Schattenseiten. Wenn der eine aufgeht und der andere untergeht, hat man hier zum gleichen Zeitpunkt, wenn man ins Meer schauen würde, den Schnittpunkt. Und genau zu diesem Schnittpunkt begegnen sich diese Dualseelen, haben diesen kurzen Moment füreinander, um hier was zu aktivieren, damit hier Verwurzelung und Wachstum langfristig gesehen entstehen kann. Ja, ihr taucht hier aber wieder auf und dann passiert quasi karmische Gerechtigkeit, ja, ihr heilt hier euer Herz, dieser Mensch hat die, ja, die Mauer
Mauern ums Herz herum erstmal niedergerissen, weil man wirklich in den tiefen Schmerz eingetaucht ist. Jetzt ist aber Zeit, um hier wieder für sich ein- und aufzustehen, um die Fülle des Lebens zu genießen, sein Herz zu öffnen, ins Empfangen zu kommen, ins Empfangen des göttlichen Weiblichen, ja. Hier geht es darum, Herzheilung möchte stattfinden, hat vielleicht schon stattgefunden, denn du hast aufgrund dieser triggernden Herausforderung Partnerschaft, Beziehungen, Verbindungen, toxischen Muster erkannt, dass es wichtig ist, dass man sich Hilfe und Unterstützung holt, auch gerne von Freunden getragen wird, dass man vieles mit außenstehenden Menschen quasi klären kann. Du möchtest nur noch mit Menschen zusammenarbeiten und zusammen sein, die bereit sind, mit dir an etwas zu arbeiten, die bereit sind, Kraft, Zeit und Energie in etwas rein zu investieren und die auch die Pläne umsetzen. Ja, also du möchtest nur noch mit Menschen zu tun haben, wo auf Worte auch Taten folgen. Das ist der Lernprozess, raus aus dem Bedauern und Betrauern, dass hier etwas zerbrochen ist, ja, dass hier etwas kaputt gegangen ist, hier aus der Enttäuschung aussteigen und stattdessen mit den Zehen der Stäben auch hier sein Hab und Gut nehmen, weiterziehen, eine Situation schweren Herzens verlassen, weil man den Stress, den Sorgen, den Kummer von anderen und die Verantwortung und den Druck von anderen auch nicht mehr tragen konnte. Ja, dass dieser Mensch, diese olle Kröte hat dich an dein Limit gebracht. Wow. Und jetzt ist es so, seid ihr als Zuschauer, Zuschauerin in der Energie der Königin der Schwerter. Ihr habt gelernt, euch abzugrenzen, für euch ein- und aufzustehen, ja, hier auch rational zu entscheiden. Auch dieser Entwicklungsprozess hat euch dazu gebracht, in eure Größe zu kommen, hier wirklich Klarheit und Wahrheit zu sprechen und auch Herz und Verstand in Einklang zu bringen, wie wir es hier mit den zwei der Schwertern hatten. Vielleicht wart ihr früher zu gutmütig, zu überfürsorglich, habt gegeben und habt vergessen, auch was zu nehmen. Ja, hier haben wir den König der Kelche, die manipulative Energie, wenn sie dann im Negativen ausgelotet wird. Jemand, der genau wusste, welchen gefühlsvollen, soll man sagen, Knopf er drücken darf. Hier ein Menschenversteher, Menschenfreund, der genau wusste, welche Triggerpunkte im emotionalen Bereich, in emotionaler Abhängigkeit manipulativ hier gedrückt werden darf. Hier war eine Entscheidung aus Liebe notwendig, die hier aber mit Klarheit und Wahrheit und Ehrlichkeit zu tun gehabt hätte. Und hier haben wir noch den König der Schwerter, einen Ex-Partner, Ex-Partnerin, die eben hier nicht in die Heilung gekommen ist, weil hier jetzt auch Phönix aus der Asche auferstehen möchte. Hier erntet jeder, was er gesät hat mit den 7 der Münzen. Hier kommt mir das Wort Karma immer wieder rein. Hier darfst du jetzt als Phönix aus der Asche aufsteigen. Du machst dich frei, du streifst die alte Haut ab. Ja, der Wendepunkt deiner Seele ist jetzt eingeläutet. Auch die Vergangenheit klopft hier vielleicht nochmal an die Tür. Ne? Die nicht vorhandene Heilung dieses Partners, des König der Schwerters, der tyrannisch war, der unterkühlt war, sehr schneidend in seinen Worten, ja, der hier keine Entscheidung aus Liebe für dich getroffen hat, egal ob im Berufsfeld oder aber auch im Privaten, im Zwischenmenschlichen. So, ich würde sagen, dieses Ast der Kelche, das bringt euch der König der Stäbe. Wir klären jetzt nochmal ab, der Monat Mai. Ich wollte gar nicht auf das Zwischenmenschliche eingehen, aber ich möchte jetzt mal das Glück und den Segen, die Überfülle abklären. Wow, ich liebe es. Ta-ta-ta. Brauchen wir noch mehr als die 2 der Kelche? Also ihr seht, ich möchte es neutral halten, aber es gibt hier einfach Hinweise auf eine neue Liebe, eine neue Partnerschaft, aber auch auf neue Freundschaften, auf Verbündete, auf Gleichgesinnte und auf Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, eine Bereicherung sind und auch eine Hilfe, ja? Wo sich 2 Menschen gegenseitig den Kelch reichen, und zwar, ihr Lieben, den Kelch voller Regenbogenfarben, schaut mal an.
Ja, und ihr wisst, der Regenbogen ist ja nur entstanden aufgrund von Regen, also auch so wie das Leben euch in die Wachstumsprozesse bringt, aber nur aufgrund toxischer Herausforderungen. Jeder Wachstumsprozess ist auch ein Reifeprozess. Jede Herausforderung hat auch einen versteckten Segen. Jetzt nämlich ist deine Belohnung, dass du die Seelenpartnerschaften ins Feld geschmissen bekommst. Ja, Partnerschaften, Verbindungen, Herzenswünsche, glückliche Momente, erfüllende Momente hier reinkommen, neue Ideen, neue Projekte umgesetzt werden können. Vielleicht startest du eine neue Ausbildung, eine Weiterbildung, einen neuen Beruf, ja? All das, was dich glücklich macht. Wow! Du kannst darauf vertrauen, du kannst hier deine Weisheit, dein inneres Wissen anwenden, bist ready für deinen Neuanfang. Wir haben hier mega, ich warte jetzt nur noch eigentlich drauf, dass die Welt sich auch noch zeigt, aber stattdessen kommt die Königin der Kelche. Ja, geben und nehmen war in der Vergangenheit nicht im Ausgleich. Da hat sich jemand davon geschlichen, du hast dich abgegrenzt und da ist die Welt, ihr seid dadurch zur Herrscherin geworden. Auch ihr lieben Männer, ne, seid in die Empfängnis gegangen, beziehungsweise in die Offenbarung der Gefühle, wurdet verletzt, seid aber aufgrund der Entwicklung in eurer Größe angekommen. So, ihr Lieben, wir haben hier zweimal Neuanfang, ja? Und zwar einmal der Narr mit der Null, große Arcana-Karte, und der Magier mit der Eins, der Manifestator sozusagen, der Visionär seiner Zukunft. Hier wird in der Suppe gerührt, wird mitgestaltet mit unterbewussten Kräften, mit Intention, mit Willenskraft, mit Einflusskraft, wird hier am Neuanfang gearbeitet. Du schöpfst Inspiration, ne, möchtest die Pläne, die du hast, ausführen, jetzt alle Ressourcen nutzen, um deine Träume hier Wirklichkeit werden zu lassen. Ne? Auch der Narr spricht ja von Optimismus, von Potenzial, von Neuanfang, auch von Sorglosigkeit. Du darfst hier auch ins Vertrauen gehen und blickst quasi hoffnungsvoll, voller Leichtigkeit in die Zukunft. Du bist ready, du hast deinen Rucksack der Vergangenheit abgearbeitet und hast erkannt, du möchtest jetzt hier als Mitschöpfer deiner Zukunft deine Wünsche, Visionen und Ideen in die Taten, ins Realistische, ins Irdische hier umsetzen. Ich weiß gar nicht, was wir mehr wollen. Also schöner könnten die Karten nicht sein. Wir legen sie mal so hin. Vielleicht war der toxische Partner, die toxische Partnerin, das toxische Umfeld auch, wie gesagt, schon manipulativ. Ja, du bist bereit, dich hier deinem Neuanfang hinzugeben. Vielleicht ist ein Amethyst für dich wichtig, hat dich vielleicht unterstützt, ne, für die Herzheilung, Herzöffnung der Rosenquarz. Hier hast du erkannt, du kannst dich selber befreien, du hast dich selber befreit, du reitest jetzt auf der Welle des Erfolges und hast gelernt, hier Herz und Verstand in Einklang zu bringen, hier wieder dein Urvertrauen ans Universum zu finden, ja. Die Königin der Kelche ist ja medial veranlagt, empathisch, hat auch versteckte heilerische Fähigkeiten, ja. Gibt sich dem Fluss des Lebens eben hier hin und sagt, all das, was für mich gedacht ist, kommt von alleine zu mir. Ich muss hier nicht mehr kämpfen, ich muss nicht um Liebe kämpfen, um Aufmerksamkeit. Ich bin mir meines Wertes bewusst, ja. Ihr habt gelernt hier all das, was euch in 5 der Kelche festhält, in Dauerenttäuschung, in der Dauerschleife eure Freiheit beraubt, ja, hier, wo keine Veränderung mehr machbar war, wo man nicht miteinander gearbeitet hat, diese Situation verlasst ihr und sagt, jetzt ist das Ende einer schweren Phase eingeläutet, ihr zieht weiter. Nicht umsonst haben wir hier den Turm und die Transformation. Ja, ihr zieht weiter, ihr Lieben, mit den 6 der Schwertern aus der unruhigen Vergangenheit rein in die ruhigere Zukunft. Ne? Ihr seid auf dem Boot, schweren Herzens, habt ihr etwas hinter euch gelassen, habt auch eine Kopf- bzw. Verstandentscheidung getroffen, habt was, ja, dem Rücken zugedreht, was euch nicht leicht gefallen ist. Auch hier haben wir den Koffer, der gepackt wurde. Ja, vielleicht ist für den einen oder anderen auch eine Reise, ein Umzug wichtig gewesen oder noch wichtig. Hier geht es darum, du verlässt
das alte Gefieder sozusagen und begibst dich auf einen neuen Weg. Wo nämlich Geben und Nehmen im Einklang ist, das Universum möchte dir jetzt ein Geschenk überreichen. Ja, du hast das Mangeldenken, Mangelbewusstsein überwunden, die energetische Lernaufgabe, hast hier mit der Königin der Münzen deinen Wert gefunden, denn diese Person weiß, was sie wert ist, weiß, was sie bedeutet, weiß, dass auch auf Worte, Handlungen folgen dürfen, ja, sehr fürsorglich auch wichtig ist, sich selber gegenüber zu sein, sich um seinen Körper zu kümmern, um seine Finanzen, um sein Hab und Gut, sein Zuhause und dass es manchmal notwendig ist, sich auch taktisch aus dem Staub zu machen, wenn da bei egobehafteten Menschen und Situationen, wo man belogen, betrogen wurde, vielleicht auch Hinterhältigkeiten man gab, es gab Geheimnisse, ja, es besser ist, einfach diese Energien am Mond loszulassen, sich von diesen abzuwenden und bevor hier eine Sache eskaliert, sich aus dem Staub zu machen mit einem Herrscher. Und wir haben sie nochmal, die Königin der Kelche. So, eine Energie noch zu den 6 der Schwertern und den 10 der Stäbe. Aber eigentlich ist alles gesagt. Ihr seht, der Wundermonat Mai bringt, wow, bringt dir das Ass der Münzen und die 10 der Münzen. Fülle, Erfolg, Leichtigkeit im Finanzen, Überfülle, wie wir hier haben. Alles, was du angreifen kannst, was du anfassen kannst, Chancenpotenzial auf Wachstum, hier ins Handeln zu kommen, etwas, was dir gegeben wird, empfangen zu dürfen, ja? Auch vielleicht die Gründung einer Familie. Du möchtest endlich zu Hause angekommen sein, bei dir selber, in deinem Zuhause. Du möchtest schöne Zeiten mit der Familie erleben. Du möchtest vielleicht eine Familie auch gründen, ja? Du möchtest hier dein goldenes Saatkorn dort pflanzen, wo es auch wertgeschätzt wird. Und auch dort, wo quasi die Erde die richtige Beschaffenheit hat, ne? Sonne und Regen dürfen dein goldenes Saatkorn bewässern. Und voller Leichtigkeit und Spaß möchtest du hier in einen handfesten, beständigen Neuanfang starten. Frieden schließen mit Ablehnungsthemen, ja, aussteigen aus dem Gelangweiltsein, aus dem Frustriertsein. Ne? Hier hat dich vielleicht jemand abgelehnt. Du hast vielleicht auch vieles abgelehnt. Jetzt bekommst du Erkenntnisse, dass das nämlich alles notwendig war, um hier deine Perspektive zu wechseln, deine Einstellung zum Leben zu wechseln und hier dein Leben auf den Kopf zu stellen, es umzuwandeln und wirst hier wirklich Weisheit ernten, Erfahrungen ernten. Und wir haben es nochmal, weil dir jetzt vom Universum etwas gegeben wird. Wow! Ihr Lieben, der Mai hält für den ein oder anderen einen Neuanfang bereit. Ich sage nur, schaut gut vor die Tür, prüft gut, wen lasst ihr rein, für welchen Menschen, für welche neue Menschen entscheidet ihr euch. Ihr habt hier verborgenes Wissen und werdet vom Universum reich belohnt werden, wenn ihr die richtige Entscheidung trefft. Und auch diese Karte haben wir des Öfteren. Seek guidance in this. It is time for a different perspective. Ja, es ist Zeit für eine gewandelte Perspektive. Nichts anderes sagt der Gehängte. Und wir haben ja hier noch den Hierophanten, den haben wir ja ganz vergessen. Hier ist Licht am Ende des Tunnels. Du bist hier die Stufen raufgeklettert, bist hier auf dem Weg wieder an deiner Sinnhaftigkeit anzukommen, hast vielleicht eine ganze Zeit lang keinen Sinn im Leben mehr gesehen. Jetzt wirst du etwas bekommen, ein Geschenk bekommen, Überfülle bekommen, emotionale Erfüllung bekommen, was dich wieder strahlen lässt, was dein inneres Licht wieder anzündet, was dir wieder Glauben schenkt, Urvertrauen schenkt, ja. Du wirst vielleicht auch zum spirituellen Lehrer, ja, du hast hier neue Traditionen und Werte aufgestellt, hast dich befreit von alten Themen, altem Schubfachdenken, alten Glaubensmustern und siehst jetzt eben den versteckten Segen in den Herausforderungen, an denen du gewachsen bist. Eine neue Karte. One Wild. Let your inner wild child run forth. Lass dein inneres Kind wild losrennen, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, wow. Hier ist ein Pferd, was Flügel bekommt. Etwas wird dich hier beflügeln im wahrsten Sinne des Wortes. Hier wird
Nachricht auf dich zukommen, wird für Begeisterung sorgen, für Aktivität. Hier wirst du rausgerissen aus dem tristen Dasein, aus der Sinnlosigkeit und findest hier dein Feuer wieder. Hier holt dich jemand raus, ich denke der König der Stäbe, entzündet dein Seelenfeuer, mit dem wirst du Grund zur Freude und zum Feiern haben. Es ist ein Seelenpartner, weil du einen alten Seelenpartner losgelassen hast, in die Transformation gegangen bist, Altes neu wieder aufbaust, alte Strukturen niedergerissen hast und jetzt bereit bist, dein Glück, deine Power zu empfangen. Speak to yourself with kindness. Become aware of how you speak to yourself. Ja, das habt ihr gelernt, ja, oder seid jetzt noch dabei. Gehe liebevoll mit dir selber um, ja. Sei vorsichtig, wie du mit dir selber sprichst, ne, weil Positives zieht Positives an. Vielleicht hat hier euch jemand auch immer das Gefühl gegeben, nicht gut genug zu sein, nicht wert genug zu sein, nicht wahrhaftig genug zu sein. Jetzt darf ich dir sagen, du hast dich gefunden, du bist in deine innere Größe gekommen, du bist gewachsen und du weißt jetzt genau, so wie du über dich denkst, du möchtest nur noch Menschen anziehen, die genauso gut über dich denken, wo man sich gegenseitig die Kirsche auf der Torte isst. So, ich ziehe jetzt nochmal ein Lenormand für den König der Stäbe. Moment, ich war noch nicht so weit. Ja, ihr Lieben, ihr seid hier in der Rückzugsphase im Turm, in der Einsamkeit, habt euch abgeschottet, habt euch abgegrenzt, habt hier eine Trennung gehabt und habt hier auch euer Herz verschlossen. Ihr dürft jetzt mit dem Ass der Kelche euer Herz aufmachen, denn der Neuanfang steht hier unerwartet vor der Tür. Okay, es fällt auf den Neuanfang. Wow! Der Neuanfang steht unerwartet vor der Tür. Nämlich die Sonne, die größte Glückskarte, ihr Lieben. Power, Strahlkraft, Leuchten, Freude, Erfolg, Dankbarkeit, Zufriedenheit. Hier wirst du in dir, in deinem Zuhause, in deinem Körper, in deiner Familie Stabilität und Sicherheit finden, bei dir ankommen, ja? Sehr schön, die 10 der Münzen in dir selber. So, wir klären nochmal zur Sicherheit den Teufel ab. Ja, mit dem war hier kein Glück mehr zu holen. Wartet mal, zur Sicherheit stecken wir es nochmal rein, weil das Klee auf den Kopf gefallen ist. Es war ein kurzer Moment, ein kurzes Glück. Ich sage ja, wo Sonne und Mond sich beim Auf- und Untergehen begegnen, da begegnen sich hier die Dualseelen, die dich ins Wachsen bringen. Hier gab es Stress, Unruhe, Aufregung, Geratsche, Getratsche, Mobbing, Gelächter. Hier redet vielleicht auch jemand hinter deinem Rücken schlecht über dich, aber du hast erkannt, du drehst dem Stress den Rücken zu, du drehst den Mangel, dem Sorgen, den Ängsten den Rücken zu. Ja, das, was hier lange Zeit an dir genagt hat, was dir deine Kräfte geraubt hat, das sagst du jetzt ade. So, ihr Lieben, eine Karte möchte ich noch. Was nehmen wir denn für ein Deck? Okay, wir nehmen das. So, zum Abschluss, liebes Universum. Eine Karte noch zum Abschluss für den Monat Mai, fürs Kollektiv. Wie erkennen denn meine Zuschauer und Zuschauerinnen, wem sie die Tür öffnen dürfen und wem nicht? Oh, heile deine Auras, schaut mal. Wow, hier kommt jemand in dein Feld, der für Heilung sorgen wird, der dich rausholt aus deinem Feststecken im Sumpf, ja. Hier hast du das Gefühl, du hast dich immer tiefer in die Miserie gegraben, ja. Du bist hier festgesteckt im Schlamm. Auch diese Karte hatte das ein oder andere Sternzeichen in den Monatslegungen für den Mai. Ja, auch hier, ne, hast du Ratsch und Tratsch den Rücken zugedreht und hast jetzt gelernt, dich aus dem Feststecken zu befreien und heilst jetzt deine Wunden, auch die 38, gib die 11, Gerechtigkeit, Karma, ja, hier kommen Menschen, Gleichgesinnte in dein Feld, die vielleicht ebenso, ne, auch der König der Stäbe, das erlebt haben, was du erlebt hast, ihr heilt euch hier gegenseitig die Wunden und befreit euch und sorgt für Erfüllung gegenseitig auf Augenhöhe. Ja, also ich kenne die Karten noch nicht alle, aber ich, wow, finde sie
mega schön intuitiv, spürt der ein oder andere schon. Ne? Ich sage ja, ich habe die Karten auch auf Deutsch, aber leider darf man sie nicht einfach so veröffentlichen. Hier heißt Coming Apart, die 46, gibt die 10, ist das Schicksalsrad. Mir kommt hier so auch die 2 der Kelche rein. Ihr begegnet euch auf Augenhöhe, ihr seid in gleicher Energie, ihr seid verbunden miteinander, ja. Habt das Gleiche hinter euch, was euch zusammenschweißt. Schaut mal, Lila ist ja auch die spirituelle Farbe. Wir haben hier Seelenpartnerschaften, ja, mit der Transformation, der handfesten Chance, die dir das Universum reicht. Und ihr werdet hier durch die neue Tür durchschreiten, in eurem Zuhause warten unerwartete Gäste. Hier geht die Tür auf, ja, und holt euch mit der 27 auf die 9 runter, reduziert aus dem Eremitenstatus raus, aus dem Alleinsein, aus eurem Rückzug, holt euch hier etwas raus. Du bist gefragt, die Chance zu nutzen und dich hier ganz weit zu öffnen, nämlich die 42, gibt die 6, die Liebenden im Tarot, deinen Herzenswünschen, Herzensangelegenheiten zu folgen und dem zu folgen, was dein Herz höher schlagen lässt. Ja, du hast dein Herz geheilt, du wirst dein Herz heilen, du bist bereit, hier die große Weite, das große Glück in Empfang zu nehmen. Ihr Lieben, ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Wir haben hier absolutes Neustartpotenzial. Der Wonnemonat Mai wird für den einen oder anderen den richtigen Stein ins Rollen bringen. Vertrau auf deine in dir liegende Weisheit, auf glückliche Erfüllung. Reite hier mit der Welle des Glücks mit. Geh liebevoll mit dir um, auch wenn es nochmal Aufregung und Nervosität geben kann, weil vielleicht 2 Menschen in dein Feld zurückkommen. Beide Seelenpartnerschaften. Du wirst aber jetzt belohnt werden mit der passenden Seelenpartnerschaft, ne? Mit dem Coming Apart. Wir lesen noch schnell in die 46 rein. Ja, hier ist die Trennung nämlich. Ne? Die Zeit ist gekommen, getrennte Wege zu gehen. Wahrscheinlich dann eher andersrum. Vielleicht lasst mich kurz schauen. Dann legen wir es so rum. Wir lassen den Teufel hinter uns und öffnen uns hier den weiten, wilden Geschenken. Mach dich frei der großen Weite. Alle Möglichkeiten stehen dir jetzt offen. Diese Karte signalisiert dir, dass du in der Lage bist, deine Träume wahrhaft in Erfüllung gehen zu lassen. Deine Ziele sind nun in Sichtweite gerückt. Denke nicht eng und kleinmütig, sondern blicke über den Horizont deiner selbstgesetzten Grenzen hinaus. Dieser Mensch wird dich heilen. Ihr werdet gemeinsam heilen, denn ihr habt eine radikale Umbruchszeit, Neustrukturierung, Transformation hinter euch. Und jetzt möchte die Sonne für euch scheinen. Und wir haben hier die Sonne und da den Mond. Ja, Sonne und Mond treffen sich nur kurz, wenn beide auf- und untergehen. Jetzt weißt du genau, was du möchtest. Du findest in deine Kraft und Stärke zurück und nimmst die Augenbinde ab und entscheidest in Verantwortung für dein Leben, wohin es gehen soll. Vielleicht wird hier auch, ne, für den einen oder anderen die Energieschnüre getrennt vom karmischen Landpartner. Ich weiß, jeder sehnt sich danach, ne, der da drin feststeckt. Du hattest hier vielleicht mit jemandem zu tun, der 2 Gesichter hat, hast jetzt aber Erkenntnisse, wandelst dein Wissen in Weisheit um und verlässt alte Situationen, wo man nicht miteinander gearbeitet hat. In diesem Sinne, ihr Lieben, es ist wieder eine längere Legung geworden. Ich bin gespannt, ob sie auf euch zutrifft. Lasst es mir gerne in den Kommentaren wissen. Schaltet ab 21. April ein für die Mai-Legungen. Dann starten wir mit dem Sternzeichen Stier. Und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Wünsche euch viel Weisheit, viel Herzensliebe, Heilung und sage bis dahin und ganz bald. Ciao, ciao, eure Sanni.